Und wieder runter, weil es so schön ist. Ja, okay, das hat sich fast gar nicht gelohnt hier. Alter, verarschen? Plündern sollst du. Bitch. Oh, und wieder ein Verrückter. Immer diese Verrückten. Bekanntheitsgrad ist wieder gesunken. Und, ja. Nächstes Ziel. Was ist denn nicht gefahren? Ey. Was wir mit einem Kaffee. Du bist ein Toter. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die sind noch nicht mal umgekippt, da sind schon die anderen beiden tot. Es geht so ruckzuck hier bei den Schwächlingen. Ja, ganz dezent und unauffällig. Einfach angesprungen. Zack, Klinge in den Hals. Oh. Ein Glück und falsche Seite. Verdammt. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen. Frischen Schafsurin! Frischen Schafsurin, ja, genau. Kein Problem. Alles klar, wird erledigt. Über einen Bauern in der Romanaga. Okay. Von Andrea Allergo, Messer. Hiermit möchte ich euch informieren, dass ihr euch innerhalb eines Monats im Palazzo Comunale zu melden habt. Ich habe Nachrichten von eurem Nachbarn erhalten, die andeuten, dass sie einige von ihnen mit dem Schwert angegriffen haben. Und gar eine junge Frau, die euren Hof überquerte, geschändet haben sollt. Hm? Nun, da es euer Land ist, ist das euer gutes Recht. Allerdings wird auch behauptet, dass ihr Verbrechen weder Gott noch und die Natur verübt haben soll. Oh. So, meine Fresse nochmal. Wo war ich? Dass ihr Verbrechen weder Gott und die Natur verübt haben sollt. Und diese Anschuldigungen wiegen weit schwerer. Solches Benehmen ist in Forli verboten. Wenn ihr euch der gegen euch erhobenen Anklagen nicht bewusst seid, lest Leviticus 18,23. Meldet euch bei uns, sonst wird ein Kontingent der Wache euch verhaften. Herzlichst, Andrea Allergo. Okay. Ich will trotzdem kurz gucken, wohin muss ich? In den Vorort. Ob ich da wohl einen Weg über die Wand finde, wie viel Zeit habe ich, gucke ich gleich mal. Wenn ich viel Zeit habe, laufe ich unten rum. Wenn ich wenig Zeit habe, versuche ich es da irgendwo. Eine Minute, okay, direkter Weg. Ich muss es über die Dächer versuchen, sonst schaffe ich das zeitlich nicht. Da. Heilige Madonna. Uiuiuiui. Jojo macht nix. So, der hat geschändet. Verschwinde von meinem Land! Achso. Das ist die fette Speckbacke, so sieht er auch aus. Ach, jetzt soll ich. Soll ich den jetzt töten? Achso, okay. Ich konter die einfach aus. Oh, Sand in die Augen bekommen. Na, sind wir ein bisschen fett und scheiße, was? Alter. Ah, auf die Fresse hier! Kann ich die nicht einfach tothauen? Dicke Kopfnuss in die Fresse bekommen. Ja, wo soll auch sonst eine Kopfnuss hingehen? Okay, na los, komm her. Alter, der muss so einen dicken Schädel haben, Ezio, ne?
Oh, voll gegen Kehlkopf noch. So, und da er ein Arschloch war, plündere ich hier gleich erstmal sein Zeug. Ja, ich plündere sein Zeug. Ne, seine Kiste hier plündere ich leer. Da ist nichts. Okay. Dann würde ich sagen, geht's ab zurück in die Stadt. Und dann, wenn nichts anderes anliegt, ins Assassinengrab. Oh ja. Hier gibt es wahrscheinlich keinen Weg hoch, oder? Nee. Nee, nee. Gut, dann. Halt einmal draußen rum. Na, ich kletter hoch und hier wieder runter. Das ist für mich wesentlich einfacher, das so zu machen. Nicht? Oh, das wird bewacht von Zweien. Na, steht alles hier ein bisschen unter Wasser, was? Und noch eine Kiste. 578. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. Sowas sehe ich gerne. Alter, jetzt muss ich hier noch einmal komplett außen rum. Verdammt. Das hätte ich sonst nie in einer Minute geschafft. Hui. Gut, ich will nochmal kurz auf die Map gucken. Assassinengrab. Eliminierung. Naja, ansonsten gibt es da nichts mehr. Ich würde allerdings sagen, wenn ich schon draußen bin, dann nehme ich auch gleich den Aussichtspunkt da noch mit. Dann kann ich nämlich die Stadt praktisch Richtung Norden direkt verlassen. Jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Darauf wollte ich drücken. So ist's gut. Ist hier ein Pferd irgendwo? Nein, natürlich nicht. Und mein Pferd ist auch weg. Scheiße. Flatsch, flatsch, flatsch. Da hinten ganz. Ach du Scheiße, hoffentlich ist da wenigstens ein Pferd. Sonst brauche ich ja ewig für den Rückweg. Da ist ein Pferd. Meins. Und eine Kiste. Oh. Ich will nichts damit zu tun haben. Dichtiges Ding bestimmt nicht. Warum müsst ihr euch so zum Narren machen, Idioter? Idioter. Und das war's auch schon. Danke, Pferdchen. Aber es ist ein braves Pferd und bleibt da. Das heißt, ich kann gleich schön wieder zurückreiten. Macht das Ganze natürlich einfacher, schneller, besser. Ach ja. Boah. So, Pferd. Bist du? Sehr gut. Ups, hops. Andiamo. Jesus, verschone mich. Die sollte eher sagen, ich soll sie verschonen. Ah, toll. Drön. Dann, wenn ich schon auf dem Weg bin, drauf geschissen, dann mache ich halt hier eben kurz den Aussichtspunkt mit. Wäre ja sonst verschwendeter Weg. Ich hasse es, Weg für umsonst zu gehen. Oh geil, eine Lichtwand. Heftige Lage. Er kann auf so einem kleinen Dings da stehen. Auf einem kleinen Dings da. Oh Gott, das ist auch wieder geil ausgedrückt. Ja, so ist meine alltägliche Aussprache. Also so drücke ich mich immer aus. Ganz genau so. Irgendwas Gutes aktualisiert. Nee, nichts. Pferdchen?
Pferdchen! Ja! Bam, voll umgenietet, Alter. Die müsste eigentlich tot sein davon. Ich meine, die wird ja davon nicht nur erwischt, sondern auch direkt. Zack. Kostet mich das eigentlich Leben? Naja, die werden ja nicht nur umgenietet vom Pferd, was Gott weiß, wie schnell ist, 30 km/h oder so. Sondern wird dann auch noch gleich. Davon platt getrampelt praktisch. Warum nicht? Ich werde bereuen. Den Rest hat er nicht vervollständigt. Schade. Ich wollte wissen, was er sagt. So. Beutel. Messergürtelerweiterung. Nee, doch. Und den mittleren Medizinbeutel. Kleiderfärben, Ebenholz. Lassen wir Ebenholz. Sieht geil aus. Nee, gar nicht wahr. Dieses schwarze, was ich habe, sieht geil aus. Das andere ist minderwertig. Alles andere ist minderwertig. Nase juckt. Oh, tut mir leid. Ihr wolltet mich sicher nicht verärgern, Amigo. Hat die gerade Amigo gesagt? Zack, nicht lang zögern. Nicht lang nerven lassen. 600 nochmal und ab geht's ins Assassinengrab, wenn ich's gefunden habe. Ich glaube, das ist hier oben. Irgendwo. Ah, verdammt, und war da nicht auch irgendwo eben noch. Oh, verdammt. War da nicht auch noch irgendwo so ein Symbol? Denk. So eine Geschichte. So eine Glyphe. Egal, da bin ich jetzt dran vorbei. Ich werde, denke ich. So, wenn es aufs Ende zuläuft, werde ich nochmal alle raussuchen. Eintauchen, springen in der Luft, Leertaste drücken, um einen Kopfsprung zu machen. Ah, Venedig. War das da eben auf dem Bild? Ja, akzeptieren wir. Warum ist alles immer Sperrgebiet? Hopp. Ja, genau. Die Wachen schaffen das auch ohne Probleme hier alles. Die haben genauso viel Skill wie ich. Also wie Ezio. Also wie ich. Okay, was soll das jetzt gebracht haben? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Muss man sich da irgendwie beeilen? Ja, muss man. Haha, Millimeterarbeit hier. Nein, oh, nach hinten, du Idiot. Nach hinten. Jawohl, so. Was haben wir da denn? Feines, Alter. Die Kameraeinstellung ist ja mal mega grottig. Eine Kiste, geil. Geheimer Bereich entdeckt. Hoffentlich ist da auch anständig was drin. 300, na gut, okay. Wo könnte es hier weitergehen? Ich bin gerade etwas ratlos. Muss ich sagen. Nur ein bisschen.